Schönen guten Abend zusammen. Ich muss, glaube ich, aufpassen, dass ich nicht zu laut spreche, sonst fliegt hier die Anlage auseinander. Ich habe die Ehre, heute Abend euch etwas über Lean Startup Vorgehensweisen zu erzählen und hoffe, am späten Abend noch die ein oder andere Anregung auch mitgeben zu können. Wir haben vorhin die Frage gehabt, wer sich hier denn jetzt gerade in einem Startup-Umfeld bewegt, wer vielleicht selbst gegründet hat, ein Startup betreibt oder auch einfach nur eine Idee hat vielleicht und davon träumt, die in Zukunft zu verfolgen. Eine Herausforderung ist, tatsächlich, wir sehen ja den Weg nach rechts oder nach links, 9 von 10 Gründungen, sagen die Statistiken, die scheitern. Früher oder später. Und es gibt tausende Gründe dafür. Tatsächlich scheitert aber ein Großteil dieser Gründungen. Und es gibt welche, die mit sozusagen Fuck-up-Night würdig scheitern. Es gibt aber genauso die Zombie-Startups, die so, ja, so gerade so noch sich über Wasser halten über Jahre und da viel Zeit rein investiert wird, aber letztendlich dann auch doch nicht bei rumkommt. Ich habe selbst die Erfahrung auch bei 2 Startups mitmachen können, wo wir sozusagen Umsätze hatten, die ganz okay waren, aber eben dann auch nicht für einen dauerhaften Betrieb reichen. Aber das sind eben Dinge, wo man sich jahrzehntelang vielleicht mit einem Geschäftsmodell umtreibt und das letztendlich dann nicht wirklich zum Fliegen kommt. Und ja, ein anderes Thema, selbst wenn ihr ein Geschäftsmodell habt, das an sich funktionieren könnte, befindet ihr euch irgendwie heute bei sehr vielen Geschäftsmodellen auch in einem globalen Wettkampf. Und da kann es eben passieren, dass die anderen vielleicht doch auch ein bisschen schneller sind als ihr. Und ja, wir haben so die Erfahrung gemacht, 2010 haben wir 20Feet, so ein Social Media Analytics Tool, gestartet. Und ja, innerhalb der Zeit, wo wir an einer Closed Beta Version gearbeitet haben, das hat etwa 9 Monate gedauert, da sind dann so in unserer Konkurrenzanalyse so immer mehr Systeme aufgepoppt, die eben ein sehr ähnliches Geschäftsmodell auch verfolgt haben. Und am Ende, als wir dann gelauncht sind, waren wir irgendwie so bei 100 Konkurrenten oder mehr, die sich eben in diesem Umfeld getummelt haben. Ja. Worum geht es im Kern? Es geht darum, eben schnell zu sein und schnell insbesondere auch im Lernen darüber, was der Markt letztendlich braucht. Und das ist ein immer wichtigerer Erfolgsfaktor, weil eben die meisten Geschäftsmodelle heute in irgendeiner Form auch skalieren sollen, wenn es sich wirklich um Startups handelt und man dann schnell eben in einem globalen Wettkampf auch ist. Lean Startups selbst, erstmal zum Wortsinn auch, was hat es damit auf sich? Der Begriff wurde von Eric Ries geprägt, der hat ein Buch geschrieben, The Lean Startup, und das hat so 2 Wortbestandteile. Der eine Teil, den hat er aus dem Lean Production entlehnt, so Toyota Produktionssystem, beginnt schon so 50er, 60er, 70er Jahre, gab es da viele Erkenntnisse darüber. Auch im Qualitätsmanagement gab es da extrem viele Fortschritte. Und einige Ideen hat er letztendlich aus diesem Lean Production übernommen, leitet dann auch über in die Themen Agilität rein, also was auch im Bereich Lean Softwareentwicklung dann an Erkenntnissen war. Und das kombiniert eben auf den Startup-Anwendungsfall. Was ist jetzt aber ein Startup? Wir hatten vorhin schon mal so eine Definition. Und Eric Ries fokussiert dabei vor allem auf die extreme Unsicherheit, sprich eine Organisation, die sich mit dem, was sie tut, irgendwie ein neues Produkt oder einen neuen Service anbietet, der unter extremer Unsicherheit entwickelt wird. Da ist häufig auch ein Missverständnis. Das heißt, es kann genauso gut ein Konzern sein, der gerade was Neues ausrollt, vielleicht auch viele finanzielle Mittel hat. Es geht ja nicht um Bootstrapping oder sowas, dass man mit wenig finanziellen Mitteln agiert, sondern es geht eher um die Herangehensweise, wie ich an ein Thema rangehe. Und unter dem Begriff Lean Startup werden eben Vorgehensweisen gesammelt, die dabei helfen können, auch unter Unsicherheit sozusagen wenigstens ein bisschen Sicherheit nach und nach zu gewinnen und dann ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufzubauen. Ich möchte ein paar Lean Startup Vorgehensweisen vorstellen und da so ein bisschen einleiten, was es da für Ideen gibt. Ich werde dann auch noch ein paar Beispiele geben. Und ein wesentliches Element sind die Experimente. Das ist so entnommen aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Wenn geforscht wird an Universitäten, dann werden Experimente durchgeführt. Das Gleiche könnt ihr jetzt mal überlegen, wenn ihr unter Unsicherheit ein Geschäftsmodell vorantreiben wollt, wo ihr gewisse Parameter nicht einschätzen könnt, wie verhalten sich die Kunden zum Beispiel, ob das nicht auch was Sinnvolles sein könnte, dass ihr eben das, was ihr in euren Businessplan zum Beispiel reinschreibt, dass ihr euch bewusst seid, dass das erstmal nur eine Annahme von euch ist. Ja, also ob der Markt tatsächlich so reagiert, wie ihr das annimmt, das wisst ihr nicht. Deswegen das experimentelle Vorgehen, erstmal zu sagen, ich stelle eine Hypothese auf, wenn ich das tue, dann wird das passieren. Und dann zu versuchen, die so schnell wie es geht zu entweder verifizieren oder zu falsifizieren.
Was euch dabei helfen kann, ist zum Beispiel so einen Lean Canvas. Es gibt auch ein Business Model Canvas, um einfach mal so euren ersten Plan für eine Geschäftsidee festzuhalten. Wer von euch schon mal bei einem Startup Weekend zum Beispiel teilgenommen hat, da ist es so ein ganz typisches Vorgehen auch, dass erstmal die Mentoren dann vorbeikommen und man eben genau so auch mal das Geschäftsmodell kompakt festhält. Das ist so ein bisschen angelehnt an unsere Geschäftsidee, die wir 2010 da verfolgt haben. Und dort werden eben so die Kernpfeiler festgehalten. Das sind auch Dinge, die man typischerweise in so einem Businessplan beschreibt. Aber Businessplan irgendwie 18 bis 20 Seiten dann mal schreiben, das macht man typischerweise, wenn man eben auch wirklich Finanzierungsrunden anstreben möchte. Wenn man sich für Gründerpreise oder Ähnliches bewirbt, wird das häufiger gefordert. Aber für die Arbeit im Alltag hat das häufig eben so eine sehr unpraktische Form. Ist relativ schwerfällig, man schreibt da irgendwie in Prosa, was man vorhat. Und so ein Canvas kann eben sehr kompakt helfen, das Geschäftsmodell festzuhalten und dann auch darzulegen. Jetzt hatte ich schon gesagt, dass im Endeffekt ihr vieles von dem, was ihr in eurem Geschäftsmodell so festhaltet, eigentlich als Annahme verstehen müsst. Weil ihr wisst noch gar nicht, sind das wirklich meine Kunden? Ist das wirklich das Problem, das sie haben? Habe ich das korrekt verstanden? Baue ich die richtige Lösung, die sie eigentlich haben wollen? Also da das Geschäftsmodell ganzheitlich zu betrachten, kann sehr, sehr hilfreich sein. Viele Gründer, die man so sieht, kommen eben schon mit einem sehr vorgefertigten Plan an letztendlich und haben schon die Idee für eine, sagen, fully blown App, also sprich so, die, ja, das und das wird das dann sein und so wird das funktionieren. Ist allerdings relativ schwer, wenn sich vielleicht danach herausstellt, dass die Kunden eigentlich eine ganz andere Lösung für ihr Bedürfnis erstreben. Ja, also da mit dem Bewusstsein rangehen, dass eben das, was man annimmt, ja, eventuell nicht der Fall ist und dass man das validieren sollte. Es gibt mit Sicherheit ein paar Dinge, die auch schon vom Markt validiert sind. Wenn ich jetzt mal ein Airbnb-Geschäftsmodell mir anschaue, dass Leute in andere Städte reisen, dann Unterkunft suchen, das ist jetzt nichts, was man irgendwie validieren muss. Ja, aber ob sie eben bereit sind, bei Fremden in der Wohnung zu übernachten, das sind schon eher Dinge, wo man drüber nachdenken kann, ob das eben ein riskanter Teil des Geschäftsmodells ist, den man eben auch mal abprüfen sollte. Dazu hilft dieser Build-Measure-Learn-Feedback-Mechanismus gedanklich. Das heißt, der ein oder andere von euch hat eine Idee, kann die zum Beispiel kompakt auf so einem Lean Canvas auch mit festhalten. Dann mit dieser Idee kann man etwas bauen, ja, also ein Produkt oder ein Experiment aufsetzen und das gebaute Produkt hilft einem dann letztendlich zu messen und Daten zu erhalten, ob die Annahmen, die man getroffen hat, ob das denn sich so bewahrheitet oder nicht. Aus diesem Learning kann man wieder dann dran arbeiten und zum Beispiel seine Idee überarbeiten. Ja, wenn ich mal ganz kurz zurückgehe, könnte das als Beispiel sein, dass ich hier gewisse Channels mit angegeben habe, die ich in meiner Vermarktung nutzen möchte. Dann teste ich diese Channels an und stelle vielleicht fest, oh, da kriege ich irgendwie gar keine Response. Also das wird nicht die Art sein, wie ich mein Unternehmen künftig dann groß machen kann. Build, Measure, Learn, also ein wichtiger Zyklus. Was baue ich jetzt so für ein Produkt? Da gibt es auch so einen typischen Lean Startup Begriff, das MVP, Minimum Viable Product. Ja, soll irgendwie so die Schnittmenge sein zwischen einem schlechten Produkt, das keiner nutzen möchte, und irgendeinem tollen Produkt, das alle vom Markt erwünschten Funktionalitäten bietet. Und es gibt auch da so den Spruch, wenn es dir nicht mehr peinlich ist, was du da launchst, dann hast du vielleicht zu spät gelauncht. Ja, also wir hätten zum Beispiel mit unserer 9-Monats-Entwicklungsphase da, bis wir überhaupt mal eine geschlossene Beta-Runde gestartet haben, ist einfach im heutigen Umfeld schon fast zu langsam, kann man sagen. Und in der Zeit passiert einfach extrem viel innerhalb von 9 Monaten. Gerade wenn man vielleicht in Umfeldern unterwegs ist, wo dann auch Google, Facebook und Co. auch aktiv sind. Ja. Wenn ihr jetzt feststellt, oh, das, was ich angenommen habe, das hat sich gravierend verändert, ich ändere mein Geschäftsmodell sehr stark, dann spricht man auch von einem Pivot. Das heißt, ich mache so einen Sprung und verändere mein Geschäftsmodell. Da gibt es ganz schöne Beispiele für, zum Beispiel, wer von euch nutzt die App Slack? Ja, also fast die Hälfte. Der Stuart Butterfield, der Gründer, der versucht eigentlich immer wieder Gaming-Companies aufzubauen, weil das ist es, was er machen will. Aber er hat irgendwie ein Talent dafür, dass immer so Nebenprodukte rauskommen. Bei seiner ersten Spieleschmiede ist dann Flickr rausgekommen, diese Photosharing-Börse. Ja, das ist erstmal nur ein Teil gewesen von seinem Produkt. Dann hat er gemerkt, irgendwie stehen alle auf dieses Photosharing, aber nicht auf das Gaming dahinter. Und dann hat er eben auf, ja, sozusagen auf Photosharing gesetzt und hat da ein großes Unternehmen aufgebaut, sind dann von Yahoo auch übernommen worden.
Und ja, so ähnlich ging es dann bei Slack. Er hat eigentlich mit einem Team an Spieleprodukten wieder gearbeitet. Und irgendwann ist er auf den Trichter gekommen, dass dieses Slack, was sie für die interne Kommunikation genutzt haben, eigentlich viel cooler ist, weil da eben viel Interesse war, und hat sich dann darauf fokussiert. Wichtiger Punkt, ich darf auch wieder auf den Markus verweisen, er hat es vorhin gesagt, get out of the building. Ja, also diese Erkenntnisse, die ihr da erzielen wollt, ob eure Idee, die ihr habt, wirklich gut ist und was taugt oder nicht, die könnt ihr letztendlich nur draußen erzielen. Ja, da kommt vielleicht gleich wieder die Frage auf, wie das ist mit, soll ich mein Geheimnis ausplaudern oder nicht. Tendenziell, wenn ihr euch intensiver mit der Idee beschäftigt, werdet ihr immer einen Vorsprung auch letztendlich haben, ja, weil ihr irgendwie die Idee habt, ihr habt den Drive, das aufzusetzen. Wenn ihr, sagen, es nicht schafft, schneller das an den Markt zu bringen als die anderen, dann habt ihr ein anderes Problem, als dass jemand euch die Idee geklaut hat. Ich möchte noch ein paar Beispiele bringen, um das ein bisschen zu illustrieren. Lean Startup selbst, muss man sagen, ist, also Eric Ries beschreibt da sehr viele Dinge, die vorher schon auch passiert sind. Also er macht sozusagen Beobachtungen und beschreibt dann diesen Trend, so heranzugehen an erfolgreiche Produkt- und Geschäftsmodellentwicklung. Hier mal ein Beispiel, das schon einige Jahre zurückliegt, und der Gründer dessen hat auch mit dem Begriff Lean Startup in erster Linie damals nichts anfangen können, den gab es sozusagen noch nicht. Das ist von Virgin Atlantic. Wer ist der Gründer davon? Richard Branson, genau, richtig. Ja, Richard Branson, der war in Puerto Rico und wollte eigentlich auf Necker Island fliegen, zurück in die Heimat. Da hat eine schöne Frau auf ihn gewartet und er konnte es eigentlich nicht erwarten, zurückzukommen. Aber er saß da in Puerto Rico am Flughafen und die Flugbuchungszahl war so gering, dass der Fluganbieter gesagt hat, ich cancel den Flug, wir fliegen halt jetzt nicht. Und dann hat er gesagt, blöd, jetzt sitze ich hier irgendwie rum am Flughafen und eigentlich will ich ja auf Necker Island da zu der schönen Frau. Und dann hat er eine Tafel genommen und hat dort den Preis angeschrieben, den er sozusagen einnehmen muss, um einen Flieger zu chartern. Und hat es dann geschafft, genügend Leute einzusammeln, die gesagt haben, okay, für die Ticketzahl geteilt durch sozusagen den Preis, den das Chartern des Flugzeugs kostet, hat er sich das dann refinanzieren lassen. Also er war eigentlich gar nicht mit der Idee dahin gekommen, dieses Ding zu starten, sondern er ist durch Zufall darüber gestolpert, weil er eben nach Necker Island wollte, hat dann durch Zufall mehr oder weniger da sein Geschäftsmodell gestartet und Tickets verkauft, obwohl er gar kein Flugreiseanbieter war. Was ganz schön ist an der Story ist, dass er danach auch so in ähnlicher Form weitergemacht hat. Er hat erstmal nur eine, also als er sich dann tatsächlich entschieden hat, eine Fluglinie aufzubauen, hat er erstmal nur eine Fluglinie sagen, begleitet und die durchgeführt, um erstmal zu lernen, was die Kunden eigentlich wollen, ja, was sie brauchen, worauf die Wert legen, was denen wichtig ist. Und nicht gleich eben einen riesen Hangar sich aufzubauen mit diversen Flugzeugen und diverse Linien dann zu bedienen, um einfach schnell auch ein Kundenlearning zu haben und dann zu sehen, ob seine Idee aufgeht. Ein anderes Modell, Food on the Table, die helfen letztendlich dabei, primär amerikanischen Haushalten auch sich gesünder zu ernähren. Ja, die Idee dabei war, dass sie Rezeptideen bereitstellen und eben auch Bescheid sagen, wo man jetzt gerade günstig diese Zutaten kaufen kann. Und das klingt jetzt so nach einer typischen App-Idee auch. Das ist es dann irgendwann auch geworden. Wie sie aber reingestartet sind, ist, dass sie im Supermarkt gewesen sind und erstmal Leute und ihr Einkaufsverhalten beobachtet haben und dann im nächsten Schritt mit denen gesprochen haben, was sie denn jetzt so einkaufen und warum sie zum Beispiel Fertigprodukte einkaufen, was das für die bedeutet, und haben dann angefangen, tatsächlich auch für $9,90 die Woche Lebensmittelpläne zu verkaufen. Also praktisch, die haben ihre Kunden dann im Supermarkt geworben, die gesagt haben, für 9,90 die Woche nehme ich von dir diese Rezepte dann in Anspruch und eben auch die Empfehlung, wo ich die Sachen gut kaufen kann. Haben das aber eben erstmal nicht in einer skalierten Form gemacht, sondern haben sich mit den Kunden selbst wöchentlich getroffen, haben es sozusagen persönlich durchgesprochen, haben dann eben auch gelernt, was gibt es so typischerweise für Allergien und ganz viele andere Sachen, konnten das aber schon machen, während sie parallel Umsätze gefahren haben und da entsprechend schon sehr, sehr viele Learnings auch genau durch diesen manuellen Prozess sammeln. Ne? Also Skalierung kommt später, natürlich heute läuft das alles vollautomatisiert, aber erstmal geht es auch darum, Kundenlearnings zu sammeln und schnell zu verstehen, was braucht der Markt oder nicht. Nämlich wenn man in der frühen Phase eben ein falsches Verständnis entwickelt, dann versucht zu skalieren, dann entwickelt man letztendlich am Markt vorbei und häufig ist das auch ein Grund, warum Dinge dann scheitern.
Noch ein drittes Beispiel, das ist die Pebble Smartwatch, sehr erfolgreiche Crowdfunder. Die haben bei Kickstarter initial eben so ein Video gemacht und ihre Sachen präsentiert und wollten 100.000 Dollar haben, um diese Smartwatch zu realisieren, sind dann mit 10 Millionen Dollar aus der Kampagne rausgegangen. War mal so ein ganz guter Indikator dafür, dass das Sinn machen könnte. Wo wir jetzt gerade hier lokal unterwegs sind, Kollegen aus Wiesbaden haben auch einen Bambuskoffer gerade sozusagen als Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das kann einfach ein interessantes Modell sein, um mit wenig Produkt-Know-how und so weiter erstmal reinzustarten. Die haben dann zum Beispiel einen Prototyp bauen lassen, erstmal, den man in Videos und so weiter ganz gut darstellen kann, ohne aber direkt schon sich über Skalierung des Ganzen Gedanken zu machen. Also ohne zu überlegen, wie kann ich denn jetzt dann 100.000 Stück von irgendwas zu produzieren. Weil da kommen halt ganz andere Fragen dann noch ins Spiel. Ja, über solche Sachen wie Crowdfunding-Kampagnen kann man zum Beispiel halt erstmal rausfinden, gibt es da überhaupt ein Marktinteresse oder nicht. Das sind so ein paar Möglichkeiten, einfach schlank in Dinge reinzustarten, schnell vielleicht auch rauszufinden, ob da mehr drin ist oder nicht. Und genau zu den Themen eben, wie kann ich solche Sachen schlank antesten, gibt es auch so eine Art Peer-to-Peer-Learning-Group, das ist der Lean Startup Circle Rhein-Main, uns findet ihr auf Xing oder Facebook. Da wird abends dann über Fallbeispiele zum Beispiel auch diskutiert oder es werden eben auch Methodiken ausgetauscht. Es gibt 100.000 andere Ansätze noch in dem Bereich. Ihr habt bestimmt viel von A/B-Testing und anderen Sachen auch gehört, die in anderen Bereichen, auch im Web-Development zum Beispiel, sehr präsent sind. Einfach viele anknüpfende Themenbereiche, die eben helfen können, schnell Feedback reinzubekommen, was funktioniert nicht und dadurch letztendlich die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Am 4. Juni haben wir noch ein Lean Camp hier in Frankfurt und ich habe mir gerade vom Roland noch freigeben lassen, dass ich hier zwei Tickets auch dafür verlosen kann. Das heißt, 4.6. wollen wir mit etwa 100 Leuten den ganzen Tag uns über solche Vorgehensweisen austauschen, auch angrenzende Themen wie Agilität zum Beispiel. Markus Tacker war letztes Jahr auch mit dabei, den könnt ihr auch fragen, wenn ihr da mal Feedback haben wollt, was so sein Eindruck von der Veranstaltung war. Und genau, zwei Tickets, die könnt ihr von mir bekommen, wenn ihr einfach irgendwie eine Karte da lasst oder auf dem Zettel euren Namen und E-Mail-Adresse schreibt und dann werde ich so in einer Stunde ungefähr gucken, was ich für entsprechende Rückmeldungen habe und werde dann die Kollegen oder die sich da gemeldet haben, hoffentlich auch einige Damen dabei, dann entsprechend anschreiben. Also, danke euch soweit und ich stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung. Okay.